Zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Fußpflegesammlung und ich bin tatsächlich so ein bisschen erschrocken, als ich die Produkte zusammengesammelt habe, denn es ist aktuell super viel, was ich da habe, vor allem was Fußmasken angeht. Also da muss ich dringend mal ein bisschen mehr verwenden. Und wie immer zeige ich euch in diesem Video alle Produkte, die ich aktuell da habe für meine Fußpflege und ich starte einfach mal direkt durch. Zu einem habe ich nämlich hier einmal von Balea diese Fußbutter Tropical Walk. Da könntet ihr eventuell auch noch rankommen. Das war ja limitiert bei DM jetzt aktuell vor ein, zwei Monaten. Und ich mag das total gerne. Das ist eine richtig schöne, dicke Creme, also eine richtig schöne Fußbutter. Das Ganze sieht hier so aus. Riecht unglaublich toll nach Maracuja. Also unglaublich schöner Duft. Und mag ich sehr gern. Also allgemein die Fußbutter von DM finde ich ja klasse. Und das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Dann habe ich einmal zwei Produkte, die habe ich jetzt noch nicht getestet. Einmal den Fußbalsam mit Pfirsich-Limonadenduft von Barfuß, das ist die Müller-Eigenmarke, ist limitiert. Und einmal den Barfuß-Fuß- und Nagelbalsam mit Kokosöl, Glycerin und Panthenol für strapazierte Füße und rissige Nägel. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die nicht eventuell sogar schon mal hatte. Muss ich nochmal nachschauen, aber die riecht auf jeden Fall sehr schön nach Kokos. Dann habe ich hier, wie gesagt, einige Fußmasken. Und zwar habe ich dreimal die Action Fußmaske in Socken mit Orangenduft. Die mag ich ja sehr gerne. Lieber mag ich aber noch die Variante mit Traubenduft. Die habe ich siebenmal da. Und ja, wie gesagt, das sollte ich langsam echt mal aufbrauchen. Bin ich aktuell auch so ein bisschen mit dabei schon. Dann einmal von Balea die bedruckte Fußsockenmaske Buttermilk and Lemon mit Buttermilch und Zitronenduft. Liebe ich vom Duft, der hatte ich ja schon mal aufgebraucht. Oh, finde ich genial, also ich liebe den Buttermilk Lemon Duft. Dann habe ich hier so ein paar cremige Masken, die eigentlich fürs Gesicht sind, die ich aber eben als Fußmaske einfach verwende. Einmal die Berry Sweet mit Himbeer und Brombeer. Dann einmal die Tropical Dream mit Wassermelone und Sternfrucht. Dann zweimal die Tropical Walk. Das ist eben aus dieser gleichen LE wie die Fußbutter. Könntet ihr eventuell auch noch bekommen mit Passionsfrucht. Da bin ich sehr gespannt. Dann von Müller einmal die Coco Loves Berry mit Kokosöl, Beerenextrakt, Hibiskusextrakt. Und die soll eben auch intensiv feuchtigkeitsspendend sein. Mit beerig-süßem Kokosduft. Einmal die Lemon Lemonade Maske mit Zitronen- und Limettenextrakt, Gletscherwasser und Panthenol. Bin ich auch super gespannt drauf. Dann einmal nochmal eine Fußsockenmaske, dieses Mal von Fußwohl. Mit Sheabutter, Aloe Vera und Macadamianussöl. Und dann einmal hier von Nisana noch die Maske Sweet Peach, zartpflegend, regenerierend, mit Bio-Baby-Pfirsichextrakt und Pfirsichkernöl. Einmal das. Dann habe ich hier zweimal mein heißgeliebtes Fußpeeling. Das kaufe ich immer wieder nach. Das ist eigentlich auch immer wieder in Benutzung. Aktuell jetzt nicht, weil ich ein anderes verwende, aber das ist mein liebstes Peeling. Also das ist im Standardsortiment bei DM und ich finde das einfach toll. Also ich finde das, ich verwende das ja in Verbindung mit meinem BIM-Schwamm. Ich finde das einfach super. Also ich mag das super, super gerne und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich hier einmal von Barfuß, eben von Müller, Fußpeeling und Fußmaske 2 in 1. Also da hat man einmal hier Fußpeeling und hier einmal Fußmaske. Mit ja, Orangenduft für den Sommer steht hier drauf und da bin ich sehr gespannt. Das kommt auf jeden Fall auch wieder unter die Dusche. Und dann habe ich hier noch eben von dieser Tropical Walk Reihe das Fußpeeling mit dem Passionsfruchtduft. Auch das ist aktuell unter der Dusche schon in Verwendung. Aber ich denke, das von Barfuß werde ich jetzt mal zwischendurch einfach verwenden, damit ich es dann auch aufgebraucht habe. Genau, einmal das dazu. Dann habe ich hier einmal ein Fußdeo, also hier ein Schuhdeo von Scholl. Fresh Step Geruchsstopp Schuhdeo. 24 Stunden Deo-Schutz, Schuhgeruchsschutz. Genau, also das verwende ich immer mal wieder für meine Arbeitsschuhe. Und finde ich ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal kaufen würde. Es riecht eigentlich relativ lange, also lange auch intensiv, eben so ein bisschen zitrisch, wie ich finde. Ja, finde ich ganz schön. Ist ein gutes Schuhdeo, ist aber halt ein Ticken teurer. Dann einmal von Alverde hier diese Fußbadekristalle. MeTime, Muntermacher mit Meersalz und Zitronenduft. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und einmal die Fußbadetabs Tropical Walk mit
Passionsfruchtduft. Das sind zwei so kleine Füße drin. Ich glaube, die kann man sogar zweimal benutzen. Ich glaube, da soll man einen Fuß für einmal verwenden. Genau. Also bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Wird dann auch bald verwendet werden. Und dann habe ich hier noch einen Bimschwamm im Vorrat. Das ist der ganz normale Bimschwamm von Balea. Den kaufe ich eigentlich immer. Entweder den oder den von Fußwohl. Das ist mir eigentlich egal. Aber aktuell habe ich jetzt eben wieder den von Balea hier. Genau, wie gesagt, ist aber noch im Vorrat. Ich habe jetzt erst meinen ausgetauscht. Genau, und das waren meine Fußpflegeprodukte. Ich habe aktuell 29 Fußpflegeprodukte da. Im Januar, als ich letzte Mal die Sammlung abgefilmt habe, hatte ich 11 Produkte da. Also habe ich aktuell 18 Produkte mehr. Ja, wie gesagt, die ganzen Fußmasken sollte ich langsam aufbrauchen. Dann wird es auch da weniger. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.